Moin, ein neues Zocker-TV-Video von mir, aber bevor ich das starte, nochmal eine ganz kurze Erklärung. Das ist eigentlich ein Artikel, den ich quasi audiovisualisiert habe, den ich für eine satirische Seite namens Der Spieler geschrieben habe, und was das alles auf sich hat, das erfahrt ihr alles nach dem Video. Und erstmal vorweg, liebe Nintendo-Fanboys, nehmt das alles mit Humor, denn es steckt leider sehr, sehr viel Wahrheit drin. Also Film ab. Tokio. Nach The Legend of Zelda Breath of the Wild, welches ebenfalls auf der Wii U erschienen ist, dem Partykracher 1-2-Switch, der so zündete wie ein Piepmanscher bei Sturmregen, bleibt ARMS nach wie vor als alleiniger Exklusivtitel schwer lidiert in der Ringecke stehen. Mit der Veröffentlichung von Mario Kart 8 bleibt man zumindest auf der Spur, sich exklusiven Verkaufsargumenten zu verweigern. Nintendo CEO Tatsumi Kimishima erklärt den Kurs wie folgt. Wir haben über die Jahrzehnte eine derart treue Community aufgebaut, die willens ist, wirklich jeden Mist mitzumachen. Die von uns vorsätzlich verursachten Fehler, die wir bei der Wii U gemacht haben, waren für uns ein Testballon, um zu sehen, wie weit wir die Nintendo-Fans malträtieren können. Und nachdem wir gemerkt haben, dass man sie nach wie vor mit ein wenig Zelda und Mario abspeisen und sie zusätzlich durch Amiibos komplett ausnehmen kann, sind wir in die totale Offensive gegangen. Eine überteuerte Konsole ohne einen exklusiven Kracher auf den Markt zu schmeißen, mit fehlerhaften Joy-Cons und einem überteuerten Pro-Controller, wobei wir die Kompatibilität mit dem alten Wii U-Controller auch noch ausschließen konnten. Und dann legen wir so einen Verkaufsstart hin. Wahnsinn. Also, wie soll ich das sagen? Die Nintendo-Fanboys haben für mich jegliche Würde verloren. Mit denen kann man echt alles machen. Laut Kimishima werde man deswegen auch zukünftig auf teure Eigenentwicklungen verzichten und nach der Mario Kart 8 DLC Switch Version auch Splatoon in einer DLC-Fassung als Splatoon 2 verkaufen und Super Mario Odyssey frühestens im Frühjahr 2018 veröffentlichen. Weitere große Titel werden dann wie gewohnt in einem Abstand von einem Jahr erscheinen. Aber die Switch ist für uns praktisch jetzt schon gelaufen. Wir arbeiten derzeit intensiv an dem nächsten innovativen Spielkonzept, kurbeln unsere Marketingmaschinerie an und fahren die Entwicklungskosten für Spiele runter. Wie gesagt, ohne jegliche Third-Party-Unterstützung reicht den Nintendo-Fans offensichtlich ein Mario und ein Zelda, und das war's. Und sollte die Stimmung doch etwas ins Negative abrutschen, na, dann holen wir halt Samus Aran aus der Mottenkiste. So der Präsident von Nintendo. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ist der Spieler? Der Spieler ist in kurzen Worten quasi ein Postillon-Blog für die Videospielbranche, und das Ganze hat dieser Mann hier ins Leben gerufen. Mit dem habe ich zusammen einen Track gemacht. Ihr müsst auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbeischauen und euch ein paar Tracks anhören und seinen Kanal abonnieren. Ja, ich habe ihn, er hatte die Idee, ich habe ihn dazu ermutigt, wir haben öfters mal telefoniert, und ich werde einfach hin und wieder ein paar Artikel für den Spieler posten. Mal gucken, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Ich habe sehr viel Lust und bin sehr motiviert, einfach daran mitzuwirken. Und ja, einfach zur Seite gehen und das Ding bookmarken. Denn hin und wieder, wir wissen jetzt noch nicht in welchem Abstand, aber wir versuchen relativ häufig dort Artikel zu hinterlassen. Also packt es als Lesezeichen in euren Browser und schaut mal öfters vorbei. Das war's erstmal von mir. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.